wenn sie nicht mehr wollen und der Hafer sie stinkt, dann laufen sie aus und sagen quer. Köbi, bist du enttäuscht? Wetter? Enttäuscht? Nein. Aber ihr seht, es schaukelt ziemlich. Hallo zusammen. Jetzt haben wir einige Wochen in der Wundermarine verbracht mit Reparaturen. Es war sengend heiß, die Sonne hat immer geschienen, geregnet hat es nie. Und jetzt sind wir draußen, kaum sind wir draußen, heftiger Wind, hohe Wellen und Regen. Jetzt gerade im Moment, als ich das sage, ist das erste Mal seit 4 Tagen, wo wir ein bisschen wieder die Sonne sehen. Aber mehr später. Heute lassen wir uns von einem Taxi ins Dorf Abaca fahren, welches auf 400 Meter Höhe liegt. So, wir stehen ein weiteres Mal in der Wildnis. Köbi, wo sind wir? Wir sind in Abaca. Das ist ein kleines Dorf. Mitten im Land drin und wir gehen auf den höchsten Berg auf der Insel. Muss ich schnell schauen, wie die heißt. Coroianitu. Coroianitu. Okay, und wer haben wir dabei? Beat. Und Daniela. So, das wäre jetzt unser Ziel da oben. 700 Meter Höhendifferenz. 34 Grad. Ja, schaffen wir. Ja, eben. Die Strecke zum 1100 Meter hohen Berg ist zwar nur 3,6 Kilometer lang, aber der Höhenunterschied ist nicht zu unterschätzen. Die Hälfte wäre geschafft. Leider zieht ein breites, dunkles Wolkenband über den Berg rauf. Und es gibt Nieselregen, der den steilen Weg rutschig macht. Wir entscheiden uns umzukehren, wollen nichts riskieren und wandern ins Dorf zurück. Hier in diesem Dorf gibt es nach der Wanderung jetzt ein gemeinsames Mittagessen. Ja, gern. Bula bula. Dann in den Ja. Kobi. Kobi. Oh, we have another Kobi. This is my wife, Pia. Pia? Yes. What do you get? Schön. Schön. Nice. Ein gutes Miteinander. Wir haben ein Taxi genommen vom Lautoka aus, das uns da hochgefahren hat. Und jetzt geht's wieder zurück. Ja, das ist eine der Stellen, die Pia mir nicht zugetraut hat, weshalb wir einen lokalen Driver genommen haben. Gestern sind wir ja mit unserem Auto unterwegs gewesen, auf besseren Straßen. Das hat sie mir zugetraut und heute jetzt ist es zu schwierig. Enjoy the ride, ladies. Bis die Batterien hier sind, wollen wir raus zum Segeln. Die rote Strecke haben wir letztes Jahr gesegelt. Unser jetziges Wunschziel? Ostwärts der Südküste entlang zur Inselgruppe Kadavu, dann nordwärts zur Insel Gau und Ovalau, weiter westwärts der Nordküste entlang von Bitilevu zurück in die Wuda Marina. Für diese schöne Strecke lassen wir uns 5 Wochen Zeit. So mal der Plan.
Wir haben anstelle von der Genua die Vöck draußen. Es hat nicht viel Wind. Was ist der Grund? Als wir die Genua heute Morgen ausrollen wollten, ist nichts mehr gegangen. Geht nicht rein, geht nicht raus. Köbi wollte zuerst zurück in die Marina. Ich habe gesagt, lass uns weitergehen. Wir haben ja noch diese Vöck, die können wir manuell betätigen. Die Sonne geht hier im Westen unter. Und scheint diese Wolke an. Ja, ich bin wieder mal in der Wankerkiste. Ihr habt gestern gesehen, wir sind mit der Vöck gesegelt statt der Genua. Hier kommt kein Strom rein oder die Motoren drehen nicht. Jetzt habe ich gestern noch nach unserer Ankunft habe ich hinten beim Schaltpanel alles kontrolliert. Ich sehe auf die Kabel, die nach vorne kommen, kommt Strom drauf, wenn ich drücke. Jetzt ist hier noch so eine Connection Box. Die schaue ich mir jetzt noch an, ob da irgendein Kabel. Und sonst liegt es hier drin. Hatten wir ja auch schon mal vor 5 Jahren in England. Ja, da ist einer der Motoren, weil er im Salzwasser, weil das nicht dicht war, war Salzwasser reingekommen. Er ist dann blockiert. Der eine von 2 Motoren und der zweite hat weitergedreht. Und da ist auf der Seite ist ein Keilriemen und den hat es dann zerrissen. Das ist jetzt aber definitiv anders. Es kommt kein Ton da, also da funktioniert gar nichts da drin. Zum Glück ist mein Köbi klein und schlank und hat da also wieder du Platz. Du hättest besseren Platz da drin. Tschüss. Schön schattig. Also bis und mit Box. Bis und mit dieser Box? Ja, ich zeige das mal. Bis und mit dieser Strombox, da kommen die Kabel von den Batterien her. Da wird es verbunden und da geht es hoch. Also jetzt die ganze Schiffslänge entlang bis hierhin kriegen wir Strom. Und nachher sollte der da oben enden, aber da kommt nichts an. Ich habe versucht jetzt mit dem Notribbel, um auszuschließen, dass es mechanisch ist. Die drehen, also das ist nicht blockiert. Ja, also kein mechanischer Fehler, sondern nur ein elektrischer Fehler. Wir haben das jetzt mit einem Frottiertuch und einem Plastiksack eingekleidet. Köbi hat wieder alles zusammengeschraubt. Leider haben wir das Werkzeug für die 3 Zahnräder zum Lösen und damit dass wir den Motor ausbauen können, nicht dabei. Köbi wollte zurück in die Marina und das beheben. Und auf meinen Wunsch hin packen wir das jetzt so ein, gehen weiter. Herrliches Wetter, herrliches Segeln. Wind achterlich. Perfekt. Circa mit 10 Knoten. Meter aufs Schiff. Und Batteriesetzkasten ist offen. Ja. Was hast du für ein Programm heute? Die Batterien haben gehört, dass wir sie ersetzen wollen und Upgrade machen. Was passiert? Heute Morgen ist die Batteriebank tot. Oder schon in der Nacht Alarm. Jetzt habe ich schnell gemessen, da eine der Batterien ist faul. Es sind immer 2 zusammengehängt und ich nehme jetzt dieses Paket da in der Mitte, nehme ich raus, ich hänge das einfach ab und schaue, ob das dann so uns über die Runden bringt. Murphy's Law. Wenn etwas schief gehen kann, dann geht's schief. Ja, wir waren erfolgreich. Wir haben jetzt die 2 schlechten Batterien abgehängt und sind jetzt seit 2-3 Tagen damit unterwegs und wir sehen, obwohl jetzt der ganze Tag schlechtes Wetter ist, die Solarpanelen fast nichts bringen, haben wir konstant über 12 Volt Spannung auf der Batterie und alle Systeme laufen. Perfekt.
Es kommt mir so vor, als ob der Osten von Fidschi uns nicht mag. Schon letztes Jahr wollten wir die jetzt auf dem Plan stehende Inseln besuchen. Leider spielte da das Wetter nicht mit. Und nun schon wieder. Wir sind jetzt hier. Täglich wird die Sicht schlechter. Es regnet viel und der Wind bläst mit 20 Knoten. Für die nächsten 7 Tage ist keine Besserung in Aussicht. Gestern haben wir von einer Notfallmeldung erfahren, dass schon wieder ein Schiff auf ein Riff aufgelaufen ist. Heute musste es aufgegeben werden. Das stimmt uns nicht nur traurig, sondern es bestätigt uns, dass wir zurücksegeln in den Westen, wo die Sicht besser ist und es weniger Wind gibt. Und wir sehen nichts als Regen. Sogar die Kuchenbude ist zu. Und für uns heißt es abwarten. Wir drehen um und fahren der Sonne entgegen. Ich habe gedacht, durch Riff und Pass fahren, das gehört zu Französisch-Polynesien, aber da habe ich mich getäuscht. Aber hier in Fidschi, ihren ruhigeren Ankerplatz wollen, da müssen wir irgendwo rein durch so eine Riffpassage. Ich habe jedes Mal Respekt davor, vor allem heute, 20 Knoten Wind. Aber ich bin beruhigt, Köppi hat das im Griff. Step hüpfen wir westwärts der Südküste von Viti-Levu entlang. Je weiter wir uns von der Küste entfernen, desto ruppiger und wilder wird das Meer. Zum Glück hat der Wind gedreht. Wir können die bis zu 3 Meter hohen Wellen bei konstanten 25 Knoten vor dem Wind absegeln. Und der Regen hat sich verflüchtigt und hinter den Wolken scheint schon die Sonne hervor. Wieder Segelwetter, Pia.